Weißt du, was ich inzwischen glaube? Was? Ich höre es nicht nur nicht, wenn ich Geräusche mache, sondern auch, wenn von dir irgendwas kommt, nicht. Du hörst es nicht, wenn du Geräusche machst. Und wenn du welche machst, höre ich es auch nicht. Ah. Glaube ich. Merkwürdig. Sei mal ganz still und mach mal ein Geräusch, also ein Sound. Moment, ich schau mal, welchen könnten wir denn. Yep. Ja, jetzt habe ich es Yep. gehört. Yep. 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 Und warum es Yep. aber nicht von Anfang an geht, liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer noch kurz das Geräusch von dem Tastaturdrücken höre. Das nur so am Rande. Okay. Habe ich gehört. Ich komme gleich wieder. Ich muss mich kurz um Joey kümmern, der schreit die ganze Zeit. Was so aufhören? Pff. Nein, nein, sowas machen wir nicht. Hä? Kümmer dich bitte schnell um ihn, sonst muss ich mir die Zeit mit Sounds vertreiben. Moment, was haben wir denn hier so? Was haben wir denn in unserer Liste? Wie gesagt, die ist noch nicht ganz vollständig, da fehlt noch ein bisschen was. Köstritzer Schwarzbier. Trägt es länger, als man trinkt. Da bin ich auch schon wieder. Ja. Hack. Ach was? Kamera hat sich wieder verdreht. Die will irgendwas anderes aufzeichnen. Glaub auch. So, Was? Ich habe ein Gönn. Ei. Du hast ein Ei. Es ist rosa. Damit würde ich zum Arzt gehen. Mal Wieso? Welche abgesehen. Farbe hat deins denn? Grün? Mal davon abgesehen, dass ich noch zwei davon habe. Dass ich eins hab, heißt ja nicht, dass ich nicht noch eins hab. Ah, okay. Denn wo es das gibt, gibt's noch mehr. Ah, wie war denn das? Genau, ich habe, Mahlzeit. ich, ja genau, ich habe 30 Cent. Ich habe zwei Geldstücke und eins davon ist kein 10-Cent-Stück. Was habe ich also? Was hast du nochmal Ich verfahren? habe, Ich habe ich mir auch habe, ich gedacht. habe, ich habe 30 Cent und zwei Geldstücke. Also ich habe 30 Cent in Form von zwei Geldstücken und eins davon ist kein 10-Cent-Stück. Was habe ich? Ich weiß nicht, ob das jetzt insofern eine Scherzfrage ist und darauf hinaus will, dass du 30 Cent hast in zwei Geldstücken, aber halt auch noch mehr darüber hinaus. Nein, nein, ich habe genau 30 Cent in zwei Geldstücken und eins davon ist kein 10-Cent-Stück. Das andere aber wäre Richtig. dann meine zweite Antwort. Ach so, okay, ich Ja, es ist eine Scherzfrage in dem Sinne. dachte. Das war gar nicht schlecht. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht gleich drauf gekommen. Das ist auch so was, das. Also, das ist irgendwie was aus Scrubs. Ich hab's nur umformuliert, weil da ging's um Nickel. Und nicht jeder weiß, dass Nickel 10 Cent sind Ist in das nicht dieser Amerika. Aktienindex? Nee, ja? Nee, das ist der. Der japanische Aktien? Ach so, weiß ich nicht. Das ist der Nikkei, glaube ich. Das kann auch sein. Naja, Das nur so am Rande. wir haben auf jeden Fall den Biber. Ach nein, den DAX. Den Biber hätten wir? Oh, das hätte ich mitbekommen. Machen wir mal hier weiter, oder? Justin, Justin! Ah, und die. Oh Gott, nein. Ach, und die Amerikaner haben doch den Indiana Jones. Index. Index. Indexiana Jones. Indexiana Jones. Kennst Woher? du den Porno Wo lebt der Indiana Insekt da? Jones? Ja, das kenne ich. Okay, du darfst übrigens weiter. Phoenix hat nur vorher hä gesagt. Hä? Ja. Also, ihr wisst nichts darüber, was am Schauplatz des Verbrechens eigentlich geschah. Ihr glaubt wahrlich, dass dieser Herr auf eine andere Person zeigte. Moment mal. Wer hat gesagt, dass er auf jemanden zeigte? Lasst mich dies klar und deutlich sagen. Beinahe jeder der Anwesenden außer euch weiß, auf Was? Herr Zylinder zeigte. Was? Was?
Nun, ehrenwerte Zeugen, ist dem nicht so? Ja, dem ist nicht so. Ich, wie ein der Erste von Warsim und Warsim, bin ein erklärter Liebhaber von Klatsch- und okkulten Geschichten. Dies trügerische, magische Untier, beschworen dank der Hexe dunkler Gier. Oje, oje, Mine, Herr Blaurock, ihr seid gar schrecklich ungebildet. Ich lehre euch gern, natürlich gegen Entgelt. Wenn der Professor nicht Fräulein Meier angeschaut hat. Die Zeugen mögen nun aussagen. Erzählt dem Gericht von der anderen Person am Schauplatz des Verbrechens. Ich würde ja am liebsten in den Zeugenstand gehen. Ich hab's genau gesehen, das ist so ein komisches Viech mit so Hörnern gewesen. Und es hatte ein Auge. Oder drei. Oder drei. Also auf jeden Fall ein großes. Mittleres, mittiges. Wir alle wissen doch vom Ende des Alchemisten, dieses Verbrechen ist also recht offensichtlich zu klären. Der gleiche Ort, die gleiche magische Trick, doch dieses Mal verließ sie ihr Glück und sie ließ den magischen Stab fallen. Wahrheit verborgen hinter finstrer List. Ich wollte erst Lust schreiben. sagen. Doch der Hexeplan gescheitert ust. Es geschah nur, weil der Professor das Geheimnis der Hexen gelöst hatte. Was meint ihr eigentlich mit der gleiche magische Trick? Dies bezieht sich auf einen Vorfall, der sich vor 3 Monaten ereignete. 3 Monden? Das gleiche. Nein, ey, es, vor allem der Gerichtstyp, der hier, der Richter, der sagte noch, es fällt mir ein, als wäre es gestern gewesen. Ja, es war vorgestern. In weiter Ferne. Ja, keine Ahnung, genau wie lange bei denen die Tage gehen. Genau wie in unserem Fall verlor ein Mann sein Leben durch Hexerei, und zwar in demselben Raum. Es handelt sich um Herrn dieser illustren Wohnstätte, den... Alchemisten! Lenoir de Beauvoir. Er wurde graus... Entschuldigung, ich habe mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt. Er wurde grausam erwürgt. Um seinen Nacken wurden... Fingerabdrücke! ...gefunden. Er hatte selbst in seine Studierstube sich gesperrt, und der Schlüssel war auch nach da... Nochmal. Er hatte sich selbst in seine Studierstube gesperrt. Und der Schlüssel war auch nach seinem Dahinscheiden in seiner Tasche. Mit anderen Worten... Niemand! Mit anderen Worten... Niemand! Ja, kann diesen Raum betreten haben. Der Täter ist also aus einem verschlossenen Raum verschwunden, genauso wie in diesem Fall. Das wäre dann wohl der andere Zauberspruch. Zudem wurde eine große Menge Medizin in Pulverform gefunden, über den ganzen Boden verteilt. Medizin. Die sind ja auch wirklich sehr naiv. Medizin in Pulverform? Meinen Sie nicht etwa Kokain in Pulverform? De Victoire war Alchemist. Er besaß zahlreiche medizinische Gebräue. Dank des Pulvers hätte jeder Eindringling auf jeden Fall Spuren in der Stube hinterlassen. Doch es wurden... Keine! ...Spuren gefunden. Ach, das ist ein schönes Geheimnis. Ein Rätsel, das der Professor mit Sicherheit gern gelöst hätte. Dies sind die beiden unnatürlichen Umstände von Herrn de Victoires Ableben. Das Verschwinden des Täters aus der Stube... Oh, da fällt mir ein Rätsel ein. 5 Leute sind in der Studierstube. Der erste schafft 3 Gramm in der Minute. Der zweite nur 2, der dritte nur 1. Und Nummer 4 hat einen Staubsauger. Wie schnell ist das weiße Pulver weg? Nee. Wie viel verdient man mit dem weißen Pulver auf dem Schwarzmarkt? Für 35 Pikarat.
Programm. Und die Tatsache, dass offenbar niemand sonst den Raum betreten hatte. Fast so, als wäre der Täter geflogen. Mit anderen Worten, es kann nicht der Videospruch gewesen sein, den wir aus meinem Fall noch gut kennen. Klingt so, als wäre der Mörder über den Boden geschwebt, um den Alchemisten zu erwürgen und sich dann in Luft aufzulösen. Oder es war ein Teleportzauber. Denkbar. Aber was soll das jetzt mit diesem Fall zu tun haben? Seit diesem Mord sind 3 Monde vergangen. Seit diesem Mond sind 3 Morde vergangen. Das hätte ich erst fast gelesen, ja. Ja, wäre cool gewesen. Und in all der Zeit ist es uns nicht gelungen, die für das schändliche Verbrechen verantwortliche Hexe zu finden. Aber nun, nach der langen Flucht... Nun muss sich diese ruchlose Hexe endlich vor Gericht verantworten. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Das kenne ich irgendwoher. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Wer sagt denn das? Weiß ich nicht. Die Gerechtigkeit. Ist jetzt auch nicht wirklich so ein Spruch, wo man sagt, er ist so individuell. Ja, nein, aber irgendwo, ich kenne das aus einem anderen Spiel oder sowas. Weiß ich nicht, vielleicht ist es ein Strategiespiel, wo man jemanden auswählt und der sagt, dann Lüge. Nee, das war's nicht. Meine Webcam-Verbindung wurde unterbrochen. Oh. Mist. Und sie kann nicht mehr gefunden werden. Wie? Was habe ich denn gemacht? Ich habe mein Kopfhörer ist raus, ich habe dich nur noch Mono gehört. Mhm. Ich wollte ihn wieder reinstecken, muss da wohl ans Kabel von der Webcam gekommen sein. Oh, dann aber jetzt da? Dann steck's doch mal wieder rein. Hab ich. Klappt's? Es dauert. Warte, ich starte gerade den Companion mal. Ja, hast du es gespeichert? Ist es gespeichert wenigstens? Es scheint hier zu sein, warte, ich schau gleich mal. Okay. Ich blende jetzt übrigens wieder dein gespeichert. Dein Ladebild ein. Mein Ladebild? Ja, so eine Comic-Version von dir, die mit den Augen dreht. Cool. So, ich müsste wieder da sein. Okay. Schunderwöhn. Okay, Gerechtigkeit wird obsiegen. Ich weiß es echt nicht mehr. Oder ist das irgendein Kämpfer aus irgendeinem Spiel, den man auswählt? Ah, ist ja auch egal. Was? Nie im Leben. Jetzt denkt der Kerl echt, dass Maya beide umgebracht hat. Dabei waren wir damals nicht mal in der Stadt. Dummerweise kann ich ihm das nicht erklären. Nun, warum befragt ihr nicht einfach die Zeugen? Schließlich haben wir jetzt die unheilvolle Verbindung zwischen den beiden heimtückischen Morden aufgedeckt. Nö! No! Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ja, das ist richtig. Günther! Und nicht ernst. Wir waren vor 3 Monaten nicht einmal... Jetzt ist es doch wieder 3 Monate? Was ist es denn, nur 3 Monde oder 3 Monate? Relativ deckungsgleich. Oder waren es Vollmonde und es ist nur einmal im Monat? So habe ich es verstanden. Wenn man sagt 3 Monde, meint man doch 3 Monate. Ich weiß nicht, Indianersprache hätte ich jetzt eher gesagt Tage. Ach so, ach das meintest du. Und ich dachte, du willst jetzt darauf abzielen, dass nicht ein Mond exakt ein Monat ist, sondern plus minus ein bisschen was. Nee, ich bin der Meinung, dass ein Mond ein Tag ist. Nee, ich bin der Meinung, dass ein Mond ein Monat ist, weil der Mond ja nur einmal voll wird im Monat. Aber es gibt ja auch noch Halbmond. Und wenn man das alles zusammen... Im Monat. Wenn man das aber zusammen addiert... Jedes Stück Mond, was da kommt. Lassen wir es lieber. Möge die Verteidigung nun die Zeugen befragen. Ich weiß nicht, was ist denn dann ein Mond? Müsste man mal nachschauen. Ein Mondzyklus halt, dachte ich. Das wäre möglich, also bin ich halt ganz selbstverständlich ausgegangen. Also ich bin selbstverständlich immer von was anderem ausgegangen, ach Mann.
Na okay, vielleicht wird jetzt auch irgendwie mein Leben sich ändern durch diese Erfahrung. Du wirst Veganer. Leck mich, ich esse gleich einen Döner. Apropos, oh, das ist so das Schlimmste an meiner Zahn-OP. Nicht, dass da irgendwie Schmerzen sind, die kann man ja sich mit Drogen ganz gut erträglich machen. Das Schlimmste ist wirklich, ich kann nicht einfach einen Döner essen. Hm. Das ist meine Lieblingsspeise. Aber ist der so schön weich? Ja, aber trotzdem, es ist schwierig. Hm. Man muss sich wahrscheinlich auch generell mal ein bisschen dann neu das Essen angewöhnen, dass man, ja, da man ja jetzt hinten weniger Zähne hat. Man ist halt kein... Also kein... Ich bin kein... Kein Leibniz-Butterkeks mehr. Genau. Das wollte ich auch sagen. Nur echt mit 52 Zähnen, dann war ich ja noch nie einer. Okay, hast du das schon gelesen? Mögen deren Aussagen dem Gericht den Weg zur Wahrheit weisen. Jetzt auf jeden Fall. Boah, der kann doch schon nicht mehr. Wir alle wissen doch vom Ende des Archimedes, dieses Verbrechen ist also recht offensichtlich zu klären. Die gleiche Ohren, die gleiche magische... Ach, das ist das gleiche von vorhin. Ja. Ach, dann. Ja. Wahrheit verborgen, finstere Lust. Zeitlichtplan. Blablabla. Das geschah nur, weil der Professor das Geheimnis der Hexen gelöst hatte. Ja. Was denkst du, Phoenix? Wir müssen die Wahrheit so schnell wie möglich herausfinden. Für Maya und auch für Luke. Ich hoffe, dass wir dies tun können. Es wäre einfacher, wenn es in den Zeugenaussagen eindeutige Widersprüche gäbe. Aber mir ist noch nichts aufgefallen. Verhören, verhören, verhören. Dieses Mal sollten wir vielleicht... Wir sollten etwas Abstand gewinnen und auch auf die Zeugen achten, die gerade nicht sprechen. Ja, das haben wir doch schon. Die vier hören sich schließlich auch gegenseitig zu. So erhalte ich vielleicht die Möglichkeit, sie untereinander ins Kreuzverhör zu nehmen und so Widersprüche zu finden. Du bist voller guter Ideen, Sophie. Wollen wir es jetzt mal versuchen? Na klar. Okay, wen wollen wir zuerst verhören? Ich glaube, das nicht. Der gleiche Ort, der gleiche magische Trick. Hm. Was, sie den Stab fallen? Hm. Naja. Wahrheit verborgen hinter finsterer List, doch der Hexeplan gescheitert ist. Hm. Das ist irgendwie den Typen könnte man einfach rauslassen. Ja, aber es war ja auch nicht geplant, weil der Professor ja gerade eben erst... Also... Ich greife erstmal dir an, ja, so wie du gesagt hast. Könntet ihr das bitte erläutern, Frau Schleifstein? Ich bin gewissermaßen eine Gelehrte. Mein Wissen ist breit gefächert. Ich weiß auch einiges über die Kunst der Hexerei. Aus diesem Grund habe ich gute Vorstellungen von der Art Magie, die in diesem Fall eingesetzt wurde. Die Magie, mit dessen Hilfe der Mörder aus dem Nichts erschien, einfach so schwebte und dann spurlos verschwand?